Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Solmas. Heute werden wir uns den Boss verknüpfen, Leute. Ich habe die Materialien jetzt hier. Genau, schau dir das Schwert nochmal an. Ganz genau, damit wirst du es machen. So, Level 90, warte mal. Kann ich dich eventuell auch noch leveln? Hast du noch einen Skillpunkt frei? Nein, aber fast. Gut, ändert nichts dran. Verbände hast du hast Premium-Steinpfeile, du hast geile Wurfspeere. Ich hoffe, du gehst nicht drauf. Alles klar, also. Ich hab Schiss. Ich glaube, wir werden verkacken, oder? Da ist er. Oh, warte mal, da brauche ich einen Screenshot von. Okay. Nein, 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 nein. Der hat abnormal viel Leben. Er stirbt. Ich hab doch Giftpfeile. Aber ich bin so ein Idiot. Autsch! Willst du dich nicht heilen? Okay. Ich kann leider nur einen mitnehmen, ne? Oder kann man irgendwie mehr mitnehmen? Er ist gleich tot. Kollege ist gleich tot. Kann ich irgendwie Agro nehmen? Nein, komm auf mich. Komm auf mich. Er ist tot. Na super. Na super. Und er hat noch ein halbes Leben. Nicht nice. Komm doch so schlecht an ihn ran. Dann mach ich halt den hier. Okay. Die geht halt doch immer mies auf Abstand, ne? Muss ich auf Fernkampf bleiben. Verband brauche ich. Ich habe ganze Zeit Blutungsschaden, ne? Oder? Oh, ich habe mir gar kein Essen reingehauen. Total vergessen. Und Tränke. Oh, ja, 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 ja. Okay, soweit so gut. Reingehen. Das hat funktioniert. Sehr gut, hat auch funktioniert. Sehr schön. Ah. Nein, trunken. Oh nein, ich bin so ein Idiot. Auch noch eine halbe Minute. Scheiße. Nein. Ich greife ihn mal jetzt nicht an. Ist ja nicht so, dass er schon
Ja, komm, einmal. Geht. Na komm. Leider ist mein Dude tot. Mein Kollege. Drunken Style. Aber solange wir den nicht angreifen. Oh nein. Ich brauche den Bogen. Nein, Ausdauer. Okay, okay, okay. Also Alkohol trinken während eines Kampfes. Keine gute Idee, Leute. Oh, oh. Ja, jetzt habe ich noch Blutung. Verband reinhauen. Alter, zieht das viel. Die Giftpfeile war nice. Oh ja. Habe ich sein Auge getroffen oder... Ich glaube ja, ne? Wir haben ihn gleich, komm. Ja. Oh, geil. Ja, nur mein Kollege ist leider tot, ne? Brauche ich mal einen Screenshot von. Oder ein paar mehr? Mach mal ein paar mehr. Schalte Spitzenjäger frei, um Zielprobe zu entnehmen. Ja, super. Darf ich keine Probe nehmen? Was soll denn das? Okay. Könnten den sogar direkt nochmal starten, aber nee. Definitiv nicht. Rest in Peace. Super. Jetzt werde ich gleich komplett voll sein. Es muss irgendwie kommen. Premium vielleicht nämlich mit, klar. Die Barren brauche ich. Doch über, nee, überfüllt sind wir nicht mal. Egal, Fleisch weg, obwohl. Nee. Ah, doch, die Barren, ja gut. Es geht immer noch. Gut. Das hätte ich aber auch ganz gerne eigentlich. Komm, machen wir den hier. Harz kann weg. Oh. Was ist denn noch hier? Becher. Weg damit. Die nehme ich gerne mit. Warte mal, können wir die rauswerfen? Ich glaube, sonst wird das Symbol nicht verschwinden, ne? Achso, der hat noch mehr Kram. Oh, Silbererz. Höhe kann weg. Nehmen wir mit, nehmen wir. So, ich muss auch mal gucken, dass ich irgendwas rauswerfe, was Silbererz definitiv nicht. So, Essen, Essen. Auch reinhauen. Schlürf mal eine Runde. Die kann raus. Okay. Level habe ich jetzt nicht bekommen. Wir können auf jeden Fall irgendwie Wiederbelebung skillen, ne? Hä? Ach, ich kann jetzt hier rein skillen. Sie gesehen, Daten zu sammeln. Ich habe es doch gemacht. Unten ist repariert. Warum geht das nicht? Besiege die Säbelzahnbestie oben von ihm. Macht die Pyramide. Ach, zu betreten. Ich sollte auch mein Questing wieder, ne? Ruin Dungeon, besiege Schlachter X. Was? Ist es noch nicht vorbei?
Ja, super, und ich bin alleine. Ob ich da... Oh nein, es ist offen. So, nee, doch nicht. Empfohlen wird, Riesenhammer oder Fäustlinge zum Angreifen zu verwenden. Das Werfen von... kann die Verteidigung von mechanischen Monstern deutlich schwächen. Ressourcenbehälter. Im heiligen Reliquium kann kompletter mystischer Scheintisch ein Teil erhalten werden. Das war... Leute, was mache ich da? Das Kisten? Jo. Da ist ja irgendwas Nützliches drin, was mich noch mehr überlädt. Oh, wow. Oh nein, ey. Ich guck mal, ob ich gleich irgend bisschen was skillen kann. Ich finde auch immer neuen Kram, ne? Was ist hier oben? Ja. Das brauchen wir. What? Okay, irgendwie cool. Aha, jetzt haben wir's. Okay, was, wenn wir das hier machen? Mehr Agilität. Hier können wir nicht weiter rein skillen. Hier können wir nochmal neue Leute anwerben. Mehr Masken verwenden. Klingt gut. Ob es gut ist, keine Ahnung. Ich denke mal schon. Klingt auch gut. Was haben wir hier? Anerkennung. Aha, okay. Trinkschirm für den Kampf von Tieren erkennen und markieren, ja. Wir gehen überall schon mal so ein bisschen rein. Geht's nicht. Klingt ja gut. Hammer. Maskenhärtung. Oh ja, gut. Ja, da habe ich jetzt mal ein paar Punkte aufgebraucht. Ich meine, warum nicht? Und... Ja. Hier hinten war doch noch eine Kiste, ne? Können wir noch mal ein bisschen was skillen? Schwert. Klinge. Hammer, nee. Aha. Lärm, okay. Gewehreinblicke für Jagdwissen. Aha, mehr Erfahrung anscheinend. Rein damit. Und dann sind wir wieder pleite. Okay. Ich hau mir mal hier irgendwie Essen rein. Habe ich irgendwas Unnötiges, was ich rauswerfen sollte, weil ich weiß nicht, ob ich zu krass überlastet bin gleich. Mit den Schüsseln. Weg damit. Schlüssel. Alright. Ich hoffe, wir überleben's. Warte mal, kann man nur einen Buffhut irgendwie? Dann Ausdauerregeneration hätte ich dann lieber. Ja, ich dachte, hier geht's auf. Ja, warte mal.
So, sehr gut vorbereitet. Nimm Opfergaben mit. Beschwöre Säbelzahn Bestie, betritt die Pyramide und erforsche das Geheimnis der Regenwaldpyramide. Habe ich ja eigentlich gemacht. Hier im Flusstal. Ach so. Ich dachte, die kommen da jetzt unten rein. Ach so, das war's. Aber können wir hier nicht rein? Zum Flusstal. Tal Regenwald, Barbarenkaserne. Cool, wenn man irgendwie sich teleportieren könnte oder so. Aber Legenden der Pyramide. Ich habe den doch besiegt. Warum hat das nicht erweitert? Keine Ahnung. Hier im Flusstal zu uralte Ruin-Dungeon und besiege Flusstal Ruin-Dungeon. Keine Ahnung. Uralte Ruine. Warenlager. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier links irgendwo, ne? Würde ich mal sagen. Okay. Ja, egal, dann gehen wir erstmal zurück. Wir müssen einmal zur Base zurückspazieren. Vielleicht auch ganz gut, dass wir es nicht mal nochmal gegen einen kämpfen müssen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ich glaube nämlich, ich würde sterben. Mhm. Und wir können ja jetzt eigentlich, soweit ich weiß, im Vergleich der Ruin kannst du menschlich ständig und den du die Körper von verstorbenen Stammesmitgliedern, deren Daten aufzeichnen wurden, umgestalten kannst. Zur gleichen Zeit kannst du mehrere unterschiedliche Körperstärkungen durchführen. Das heißt, also ich verstehe das so. Ich habe so verstanden, man kann die Leute irgendwie wiederbeleben. Und anscheinend auch, wie ich es jetzt noch gecheckt habe, upgraden? Weiß ich nicht. Ich könnte den jetzt rein theoretisch nochmal beschwören, aber das machen wir definitiv nicht. Ich will jetzt einfach nur nach Hause. Und der Weg ist wieder extrem lang, ne? Ich denke nicht, dass wir irgendwo noch einen Zwischenstopp machen sollten. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Kann man hier rechts irgendwo lang? Hier hoch? Ich denke nicht, ne? Erstmal zurück. Erstmal zurück mit meinem ganzen Zeugs. Dann sollten wir vielleicht demnächst irgendwie mal Kupfer und Zinn sammeln gehen. Wenn wir das gemacht haben, dann könnten wir eigentlich das hier machen. Und dann Bronzewaffen und alles machen, ne? Das sollte unsere nächste Mission sein, würde ich sagen. Klar, wir könnten jetzt zu diesem Schlechter. Ich denke aber, man sollte sich, da steht ja, man sollte sich ja gut vorbereiten. Und ich denke, die gute Vorbereitung wäre doch definitiv Bronzewaffen. Würde ich mal so behaupten. Naja. Gut, also. Der Kampf war schon ordentlich, ne? Naja. Naja. Das habe ich ja gerade gehört. Das ist ja einfach nur Lehm. Rutan. Okay. Ich weiß nicht, das Premium vielleicht, was wir haben, das können wir dann ja einfach ja, verarbeiten und essen, ne? Weil sonst wird das eh nur vergammeln. Und dann sollten wir eigentlich mal schauen, dass wir jetzt bald uns irgendwie mal einen Alpaka holen und. Da hinten ist wieder so ein. Versuch den einfach mal. Wir haben deren Boss besiegt. Mittlerweile bin ich auch deutlich stärker. Nice. Das heißt, am Anfang war ich auch viel zu früh hier, ne? Ich war definitiv viel zu früh hier. Überleg mal, jetzt mittlerweile fast Level 30. Warte mal, habe ich überhaupt?
Ich habe hier noch was anderes zum Sk Aha. Ich glaube, sonst habe ich überall reingeskillt, wo ich reinskillen kann, außer Bogen. Warum geht es hier nicht weiter? 50. Wie kann ich weiter, dass es auf 60 und so geht? Habe ich bessere Waffen? Hier bin ich ja auch voll. Wahrscheinlich ab Bronzefeuer, ne? Ab dem Bronzefeuer, da geht es, denke ich, mal weiter. Warte mal, habe ich den gerade... Habe ich ihn gerade klein gemacht? Ich glaube ja, ne? Habe ich den gerade zerkleinert? Du kannst nicht alles mitnehmen, weil sonst bin ich einfach überladen. Ah, was würde ich dafür tun, dass wir auf irgendeinem Vieh reiten können und dann schneller da sind? Aber soweit ich weiß, ist das oft auch möglich. Ich meine mal, irgendwas gesehen zu haben, dass man auch auf so einen Panther oder so reiten kann. Auf einen Panther. Okay. Und ich brauche definitiv ein bisschen mehr Ausdauer. Nächste Skillpunkte sollten in Ausdauer rein. Aber gut, wenn wir gleich da sind... Da müssen wir uns vorbereiten und irgendwie schauen. Warte mal, kann ich eventuell hier die Leute wiederbeleben? Ich denke mal ja, ne? Aber die Frage ist, brauchen wir irgendwelche Ressourcen dafür? Ich meine, wir könnten ja als nächstes hier hingehen. Zack. Und von da aus dann einmal zur Mine. Und an dieser Mine können wir dann ein bisschen Ressourcen sammeln. Da muss ich natürlich nur genug Werkzeug mitnehmen. Dann nehme ich die Level 20er Lady mit, würde ich sagen. Wenn die nicht mit, warte mal, ich will mal ganz kurz schauen. Die gute alte Nina. Alter, die... Der wird so schnell. Ein bisschen Leben reinskillen. Weil der andere, der ist leider sehr schnell gestorben gegen den Boss. Weil die weichen halt auch nicht aus und so, ne? Das ist das Ding. Aber ich fand, wir haben den ganz gut geschafft. Ich fand's gelungen. So. Oh. Irgendwas Wichtiges drin? Ich denke mal nicht. Ja. Kann man mitnehmen. Das kann man doch... Ja, sehr gut. Gut geklettert. Gut gefallen. Oh. Ich wünsche auch noch ein gutes... Ja, eine gute Bandage. Wir sind fast da. Was ist denn das? Achso, Affen. Ich wollte schon sagen, was soll denn da runter? Das sah jetzt aber irgendwie so aus, ob irgendwas runterfällt. Und dann, ich würde ihn echt gern wiederbeleben, ne? Ray Jr. Der war ja auch fast Level 20. Wunderbar. Aber die Zweihandwaffe gefällt mir gut. Ist genau mein Ding. Wir könnten nochmal hier vorbeischauen. Wenn ich da irgendwas mitnehmen können. Ja, ist sehr gut. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen was, um die Maske zu skillen. Und ich bin so gut wie voll. Ihr macht mir gar nichts mehr. Alter, wie dünn der ist.
überhaupt den Hammer heben kann. Nicht schlecht. Respekt an dich, Bro. So, wir können es leider nicht alles mitnehmen. Das würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Nee. Obwohl. Warte mal, kann ich irgendwas rauswerfen, was vielleicht irgendwie nur Platz klaut, nimmt? Ich weiß nicht. Irgendwie nicht, ne? So. Ist hier noch was Nettes? Natürlich. Mal Leben nehme ich mit. Warum nicht? Sollte ich vielleicht nochmal in meine Tragekraft reinskillen demnächst? Belastbarkeit. Ach so, oh nein. Ich habe es ganz halt falsch verstanden. Das ist für, ach so, für Doppelkling und sowas. Da muss ich in Belastbarkeit reinskillen, ganz halt, ja super. Upsi, ganze Zeit falsch geskillt. Jetzt bin ich ultra lahm. Warte mal. Ich muss mich von irgendetwas verabschieden. Ein paar Suppen reinhauen. Aber was? Ich würde irgendwie gern alles behalten. Schüsseln raushauen. Komm ganz raus damit. Nee, wir sind immer noch sehr langsam. Ja, dann gut, komm. Lehm weg. Immer noch, ne? Fasern raus. Federn wiegen eigentlich nichts, aber komm weg damit. Die Nüsse, die wiegen eigentlich nichts. Okay, aber so geht es ein bisschen besser. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der Base wieder. Beenden damit diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten. Und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns halt zur nächsten Folge wieder. Ciao.